Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Endlich mal wieder. Obwohl letzte Woche kam ja einer, nur davor die Woche nicht, weil ich den, der letzte Woche kam, nicht geschnitten bekommen habe. Weil ich muss euch sagen, Mallorca war ja eigentlich eine Workation und meine To-Do-Liste war sehr lang. Also Workation ist ja eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub, also Work und Vacation. Aber ich habe mehr Vacation gemacht als Work. Und ja, was soll ich sagen? Passiert, genau. Dafür ist aber am Sonntag mein neues Petwoman Entdeckt online gekommen. Das packe ich dir sehr gerne hier oben mal in die Infokarte rein. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, einen Like da lassen und einen Kommentar. Genauso auch hier im Video. Einfach liken und kommentieren. Und ich freue mich. Ich will euch sehen. Ich will wissen, wer meine Videos schaut. Also schreib unten gerne in die Kommentare und lass uns austauschen. Lass uns näher kennenlernen. Ganz einfach. Genau. Wir waren auf dem Wochenmarkt und beim Dance, weil wir auch wieder wegfahren, weil es ist ja jetzt Fronleichnam. Nee, Christi Himmelfahrt. Nee, Fronleichnam. Wir hatten noch so einen Gutschein und den lösen wir jetzt ein und dafür fahren wir in den Schwarzwald und deshalb haben wir nicht ganz so viel gebraucht. Wir haben gekauft zwei Auberginen, zwei Zucchini, einen Blumenkohl, ein Ingwer für Selleriesaft und Ingwer und vielleicht mache ich auch mal einen Ingwer-Shot. Dann hier so 6 kleine Gurkis. Dann für ein Rezept der Woche, das habt ihr abgestimmt, gibt es gefüllte Spitzpaprika. Da habe ich Spitzpaprika gekauft. Dann habe ich noch, weil es jetzt wieder Saison hat, Blattpfirsich und Aprikose gekauft. Auch für ein Gericht brauche ich Koriander. Ich habe hier noch mal eine Tomate gekauft und für diverse Gerichte brauchte ich einen Römer bzw. einen Romana-Salat. Und dafür haben wir 32 Euro ausgegeben. Und weil wir einfach süß sind, haben wir noch 3 Orangen geschenkt bekommen. Genau, die sind hier. Weil wir sind einfach 2 süße Mäuschen. So, dann waren wir noch beim Dance. Da habe ich mir hier einmal Stangensellerie gekauft für meinen Selleriesaft. 2-mal Feto, 2-mal Tempeh, Bernarden, weil ich finde, kann man nie genug haben. Dann habe ich hier entdeckt unser pures Toastbrötchen. Also so hier, kennt ihr diese Toasties? Und die gab es jetzt auch in glutenfrei, beziehungsweise einfach ganz viele Körner. Und also richtig geil, habe ich mir gedacht, wenn man mal nicht weiß, was man essen soll. Und Kai und ich fahren momentan schlimme Filme auf Bohnen und Mais und alles Mögliche. Und dann haben wir einmal weiße Bohnen gekauft und den Texas Mix mit Kidneybohnen und Mais und ich glaube noch andere Bohnen, oder? Paprika ist auch irgendwie noch drin, keine Ahnung. Und dafür haben wir, glaube ich, 20 Euro ausgegeben, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und mir fällt gerade ein, wir waren auch noch beim Tum, also beim Baumarkt. Und beim Bauhaus, weil wir, man sieht es hier so ein bisschen, ein neues Gasrohr verlegt bekommen haben. Also jetzt auch schon ein bisschen länger und wir wollten erstmal mit den Vermietern abklären. Wir sind Mieter? Vermieter? Nee. Oh mein Gott, ich kann mir das einfach nicht merken. Wir wollten mit denen das Haus gehört, erst einmal abklären, wie wir damit jetzt umgehen, weil es sieht furchtbar aus und ich habe keine Ahnung, wer das genehmigt hat. Und das haben wir jetzt gemacht und die haben gesagt, es ist ihnen eigentlich egal, weil die haben schon mal die Decke halt abgehängt und das wäre viel zu aufwendig. Und wir sollen es einfach weiß streichen und das haben wir jetzt gemacht, beziehungsweise haben uns die Farbe geholt und streichen es jetzt weiß, weil es geht einmal komplett quer durch die Wohnung. Und es sieht, es könnte was sein, aber sieht halt wild aus, ja. Ansonsten, was gibt es nächste Woche bei uns zu essen? Einmal war das Rezept der Woche, das gefüllten Paprika mit Feto und Gemüse. Dann einen Tempeh-Taco-Salat. Dann Zudels. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber ist auch egal. Ich schreibe es unten in die Infobox rein. Genau, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich freue mich über ein Abonnement von dir, über einen Kommentar, ein Gefällt mir oder wenn du im Community-Tab aktiv bist und wir uns da irgendwie connecten. Und ich würde sagen, schöne Restwoche, schön, dass es dich gibt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf dich, aufs Leben.
dicke, fette Umarmung von mir an dich. Bis zum nächsten Mal. Bye.